willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 mit Reality. Das Telefon hat, glaube ich, gerade geklingelt. Hallo? Hallo, Volker? Ja. Hi. Moin. Wie sieht das aus? Ich habe dir auch beim letzten Mal 15.000 vorgestreckt. Stimmt, für was war denn das nochmal? Nur, dass für die Ballenpressung, glaube ich, für einen Anhänger. Glaube ich. Ah, ja, stimmt. Überweise ich dir gleich zurück. Ja. Weißt du, wie bescheuert hier der Stefan Müller und so sind? Warum? Wir waren hier zu dritt in einem LKW und ich sitze da mit drin, Hilfe! Ja, ist doch dein Problem. Ja. Wenn du dich damit reinsetzt, bist du selber schuld. Ja, ich glaube, wir vom Gemeinderat dürfen demnächst ein paar neue Verkehrsschilder aufbauen. Dann nimmt jeder zweite Schild mit. Ja. Das müssen die wissen, was sie da machen. Gut, wie gesagt, ich guck, dass ich dir das schnellstmöglich überweise. Ist okay. Gut, danke, tschüss. Bitte, tschö. Mist, ey, die 15.000, die habe ich völlig vergessen. Muss ich dem noch Geld zurückzahlen. Das macht mir den Geldbeutel natürlich noch ein bisschen schmaler. Aber nun ja. Ja, 15.000 kann ich ihm die gerade zurückzahlen. Nee, Mist. Da fehlt ein bisschen Geld. Ja, heißt auf jeden Fall, ich muss Zeug verkaufen. Jetzt komme ich gar nicht mehr drum rum. Ich dachte, vielleicht kriegt man das so hin, aber... Und jetzt wird es sogar, ehrlich gesagt, sogar eng bezüglich der Metzgerei, vom Finanziellen her. Da muss ich mal durchrechnen. 85.000 heißt das nämlich, dass ich auftreiben muss. Ich meine, hier kriege ich 60.000. Und da kriege ich... Ja, das wird sehr, sehr eng. Müsste ich eher sogar sagen, dass ich nochmal... Müsste ich gucken. Jetzt. So. Franz? Ja. Ah, oh, Funk reicht auch. Ja. Wie schaut's denn aus bei dir? Da wird gleich aufgeladen. Was heißt? Gleich aufgeladen. Ja, schmeckt's. Mach den Glas bloß nicht dreckig. Na, ich habe mir gerade was zum Essen geholt. Ah. Ah. Okay. Ja, Holzkohle musst du gucken, dass die wieder voll wird. Beziehungsweise würde ich mit dir mal Plätze tauschen. Ja. Also ich habe jetzt gleich zwei Felder angesät. Fehlt nur noch das zweite Pachtfeld. Okay. Die 102. Ich fahre gleich nochmal Saatgut nachfüllen und dann passt's. Jo. Bist du schon auf dem Rückweg? Ich bin noch am Aufladen, aber... Ach, bist du noch dabei? Okay. Ja, dann treffen wir uns am Feld, wenn du voll hast. Jo. Gut. Und wir müssen Sachen verkaufen. Wie welche? Ernte. Ernte muss raus. Also. Wir haben... die Metzgerei kostet uns knapp 70 brutto. Und ich hatte mir ja noch 15.000 vom Ding geliehen. Vom Diesel. Okay. Letzte Woche oder vorletzte. Darum brauchen wir 85.000. Okay.
Sonst wird es ein bisschen knapp. Und ich glaube, eigentlich müsste nächste Woche dann auch noch ein bisschen Steuer und so kommen wegen dem MAN-TGE. Okay. Aber von dem her sind wir ein bisschen knapp bei Kasse. Ja. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich. Sonst mal Insolvenzantrag stellen. Ja. Sagt er einfach ja. Hey, hast du gehört, was ich gesagt habe? Insolvenzantrag. Ah, nein, nein. Jetzt hoffe ich doch mal, dass das eher deine Meinung ist. So, gut. Wie lange brauchst du noch zum Verladen? Ich denke, der hat gleich voll. Ein, zwei Schaufeln noch. Okay, gut. Ich fahr dann zum Feld. Gut, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Achso, nee. Ende und over. Gut. Hätte gerade auch schief gehen können. Also, warte mal. Mir fällt gerade ein, ich habe ja noch hier 10.000 Euro. Das heißt, wir brauchen insgesamt 75, müssen wir verdienen durch den Ernteverkauf. Das sollten wir aber eigentlich ohne Probleme hinkriegen. Das müsste drin sein. Ich werde erstmal den Ding, die Gerste verkaufen. Und dann schauen wir, ob wir die Sojabohnen, zu welchem Preis wir die Sojabohnen noch loskriegen. Und der Dinkel, wenn wir den Dinkel ernten, dann stehen wir so gut da. Ich glaube, da kriegen wir am Ende 200.000 oder so dafür. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir von dem Ertrag, oder das werden wir auf jeden Fall machen, der Ertrag von den zwei Feldern hier, wobei, es macht vielleicht auch Sinn, zwei neue Felder zu pachten, wenn die vielleicht erntereif sind. Das wäre eine Idee, da muss man nämlich nicht ansehen. Das müssen wir dann mal gucken. Wobei, gerade sieht alles, wird gerade überall angesät. Oder ist frisch angesät worden. Schauen wir mal. Ah, da vorne kommt er ja. Ja, wofür waren jetzt die Hackschnitzel noch mal? Die waren ja fürs Karton. Genau. So. Servus. Hallo. Moment, kannst gleich einsteigen. Ja, was ist denn jetzt los? Also Tempomat spinnt ein bisschen. Muss halt mal gucken. Jo. Tschüss. Nur mal das Feld. Nur das, ja. Okay. Und Traktor und Sämaschine kommen danach zum Jürgen. Okay. Aber Service. Jo. Kurz vorher anrufen bei ihm. Ja. Tschö. Tschö. Die Hackschnitzel waren jetzt für Sägewerk, für Karton, oder? Ja, glaub schon, ja. Gut. Okay. Oh, hochklettern hier. Thank you.
Volker Varuna, hallo. Ja, guten Tag, Herr Varuna. Krüger am Apparat. Hallo. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, Ihr MAN TX ist geliefert worden. Ja. Den könnten Sie denn abholen? Okay, jo, da komme ich. Kann ich den heute Abend noch abholen oder reicht es am Morgen früh? Ja, Sie können noch morgen früh abholen. Ich okay. würde dann von Ihnen noch 8200 Euro bekommen. Ja, überweise ich Ihnen. Ja. Und dann hätte ich noch eine andere Frage. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wo der Herr Drissler seinen Hof hat? Der Herr Drissler? Ja. Das ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, beim Industriegebiet haben die sich einen Gemeindehof bauen lassen. Okay, weil mein Chef hat gemeint gehabt, der würde Stroh bekommen. Das würde ich Ihnen an Ihrer Stelle würde ich das nicht liefern. Wissen Sie warum? Warum? Ja, wer soll Ihnen das Geld bezahlen dafür? Ich habe keine Ahnung, was der Herr, mein Chef, der Herr Müller, mit dem Herrn Drissler ausgemacht hat. Ja, deshalb. Ich würde an Ihrer Stelle da erstmal nichts liefern, weil nachher sehen Sie das Geld nicht. Verstehen Sie, wie ich meine? Ja, das ist verständlich. Das Problem ist aber, ich sollte meine Ecke abbauen. Sonst kann ich nicht weitermachen. Ach, da haben Sie noch Stroh drauf? Ja. Und Sie haben kein Strohlager? Genau. Funken Sie doch mal den Racex an. Vielleicht hat er ja ein Strohlager. Oder das LU. Vielleicht haben die da noch Kapazitäten. Das kann ich auch machen. Oder? Ja, also, ich frage einfach mal nach über Watts Farm, ob irgendjemand Stroh bräuchte. Oder so, ja, genau. Im Notfall verkaufen Sie es. Genau. Gut. Okay, danke schön. Bitte. Wieder. Tschüss. So, also Leerpaletten haben wir ja noch. Da hinten auch. Ah, da ist leer, ja. Liefert er den Stroh und nachher sieht er kein Geld und dann wundert er sich. So. Dann gucken wir hier doch gerade mal rein. Oh, das ist voll, ey. 2, 4, 6, 8, 10. Und nochmal 10 Paletten im Ding. Da könnte ich doch mal die Blaubeeren fragen. Ja, ein Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer. Hi, Volker. Ich habe mal wieder eine Frage. Und zwar, hätte ich schon wieder Kartons? Kartons? Ja. Ich habe heute aufgefüllt. Ja, würde ich welche nehmen. Joa, wie viel willst du denn? Preis war, glaube ich, nochmal 1,5, ne? Das war, glaube ich, der Angebotspreis, wenn ich das recht weiß. Keine Ahnung, war da das? 1,6. 1,6. Genau. 10 Stück? Ja, kein Thema. Würde ich den Razex mit dem Transport beauftragen? Jo, passt. Der soll sich melden, wenn er da ist. Entweder verlädt er selber. Ja. Wobei ich zu dem jetzt auch gleich vorbeifahre. Wenn er da ist, kann ich es dann mit ihm auch besprechen. Ja, okay. Gut. Brauche ich ihn ja nicht anrufen. Jo, passt. Alles klar, danke. Bitte, tschüss. Ja. Einer zu Hause.
keiner da. Ja, warte mal, ich weiß ja, wo der Schlüssel liegt, ne? Zack. Dass ich da noch die restlichen Hackschnitzel verlade. Ich hoffe mal, der hat den. Okay, der Manitou steht noch da. Das wäre jetzt doof gewesen, wenn er den schon weggestellt hätte. Gut. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es auch schon wieder für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.